Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Pokémon, der Japan Silber Nuzlocke Challenge. Wer mich das so gleich genannt? Ich glaube irgendwie so. Ja, ich war offscreen ein bisschen fleißig. Ich habe Voltilam auf die Box gepackt und habe mir Knofensa geschnappt und das Ding mal auf Level 12 hochgezwirbelt. Neben dem Rankenhieb ist Wachstum und Wickel dazu gekommen und ich hoffe doch jetzt mal, dass wir damit easy durch diesen Tunnel durchkommen. So. Und hier steht ein Dude, der bewacht ein Item. Wenn der Typ jetzt kein Onix oder einen Kleinstein hat, ne? Und das ganze Training war umsonst, dann werde ich hier aber, ne? Da ist ja auch was los. Kollege? Kollege? Ach ja! Hallöchen, wir sind ja auch noch da. So, dann schauen wir mal, was die hier so zu bieten haben. Er hat nur ein Pokémon. Es ist ein... Alter. Bin ich gut oder bin ich gut? Hä? Bin ich gut oder bin ich gut? Ernsthaft? Ach so, er hat verfehlt. Ich dachte schon, Knofensa hat verfehlt. Und da ist der One-Shot. Da ist er. Jawohl, Knofensa wird zum MVP. Fast Level 13. Wow. Okay. Wann entwickelt sich Knofensa eigentlich? Das ist eine gute Frage und das, was ich hier bekomme, sagt mir absolut gar nichts. Aber ich glaube, mit Knofensa kommen wir hier ganz gut durch, oder? Oh, die könnten natürlich auch noch irgendwie Kampf-Pokémon oder so haben, ne? Alter, Knofensa hoch zu trainieren hat sich gelohnt. Warte mal, das Onix gerade war Level 11, ne? Jetzt kommt den Kleinstein Level 4. Soll das ein Witz sein? Was ist das denn jetzt? Kleinstein Level 4? Okay, ich nehme mal das Level 13 für Knofensa mit. Gar kein Problem. Oha, Level 8, es wird langsam ein bisschen bedrohlich, vielleicht, möglicherweise, oder auch nicht. Oh, ist hier vielleicht sogar Level 14 drin? Also ich glaube, nach dieser Höhle hat sich Knofensa erstmal... Hä? Jetzt wieder Level 6? Ich glaube, nach dieser Höhle hat sich Knofensa erstmal ein Päuschen verdient. Ich glaube, das wird nicht für Level 14 reichen. Glaub ich nicht. Ne. So. Gab es hier nicht irgendwo noch eine Abzweigung irgendwie in so ein Untergeschoss oder so? Also bisher kommen wir ganz gut durch, ne? Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Eine Smogon Level 6. Ne? Da möchte ich jetzt nicht unbedingt drin bleiben. Ja. Ich lasse das mal Bibor machen. Oh, warte mal, kann das Ding explodieren? Ja, egal, Bibor soll das tanken, ne? Das sah mir so ein bisschen Tackle-verdächtig aus. Wow, zwei Treffer, das ist ja astronomisch. Oh mein Gott, Bibor, Alter. Bibor, fuck me up! Ja, guck mal. Es wird doch langsam. Es wird doch langsam. Level 14, das war Knofensa, oder? Ich glaube, das war Knofensa. Ja klar, ich habe ja Knofensa auch eben gerade ausgewechselt. So, egal was da jetzt kommt, wir bleiben einfach mal drin. Das sollte Bibor doch eigentlich schaffen.
Ja, so mehr als Tackle kommt hier nicht mehr rum. Jawohl. Und Level 12 für Bibor. Sehr gut. So. Wir fangen auf jeden Fall gut Geld. Hier haben wir ein Item, was ich natürlich mal wieder nicht lesen kann. Sensationell. So, jetzt haben wir jetzt zwei Wege. Und wir können auch mal gucken, ob es hier vielleicht doch noch einen anderen Encounter gegeben hätte. Aber es sieht nicht danach aus. Warte mal, das hier sieht mir ein bisschen nach dem richtigen Weg aus. Wo wäre es denn? Hä, warte mal. Moment. Moment, was ist denn dann das hier? Ach so, ja, klar, ein Item. Ich kann zwar wenig lesen, aber das nehme ich natürlich gerne mit. Ja, ich glaube, ein anderer Encounter als Carpador wäre jetzt hier eh nicht so ganz sinnvoll gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht werde ich es niemals herausfinden, ich weiß nicht. Diese Höhle ist dezent nervig. Ich würde die Höhle war, glaube ich, nicht so groß. Ich würde das gern schon diese Folge hier abschließen, diese Höhle. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie ein paar versteckte Items. Man weiß es ja nicht. Ja gut, ich hätte natürlich noch später zu einem späteren Zeitpunkt angeln gehen können. Das wäre natürlich möglich. War hier nicht irgendwie in diesen Felsen irgendwie noch was? Ich meine... So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Dude, der kämpfen möchte. Ich brauche Geld. So, was haben wir denn hier? Ein Phlegmon. Kann dieses Phlegmon schon... Ach Quatsch, niemals. Als ob das Phlegmon schon Konfusion kann. Okay. Alles easy, gar kein Problem. Knuffelser ist einfach MVP in dieser Höhle hier. So. Haben wir gerade eine TM gefunden? Oder was bedeutet die Zahl 39? Oh, hier hätte es natürlich auch noch eventuell andere... Oder auch nicht. Ja, wobei, wie hätte ich hier hinkommen sollen, ohne irgendwie von den anderen Encounter getriggert zu haben? Einfach nur Hä? Einfach nur zwei Items? War hier unten nicht noch irgendwie... Wie hätte ich hier hinkommen sollen? Es ist halt, ja. Was soll man dazu sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier finde, ne? Ich nehme es einfach alles mit, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt finde. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht lesen. Ja, es. Okay, also ohne. Ja, wobei Onyx ohne Entwicklung ist halt auch. Ist halt auch Onyx, ne? Ha, keiner, schlechter Wortwitz am Rande. Aber ich glaube, da sind wir ja auch gleich durch, ne? Hier unten ist doch schon Ende, oder? Hier splittet sich der Weg noch einmal, aber ich meine... Oh, lol. Onyx wäre hier oben auch der Rare-Encounter gewesen. Ha. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich ja schon lieber Onyx genommen. Carpador kriegt man halt auch überall anders, ne? Okay. Das nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was es ist. Wobei, das Symbol kam mir ein bisschen bekannt vor, tatsächlich. Guten Tag, Kleinstein. Wie geht's denn so? Haben wir wieder Kummer? Möchten Sie über irgendwas reden?
So. Der Typ möchte mal wieder ein bisschen auf die Schnauze haben. Gar kein Problem. Oh nein. Level 9, ist okay. Klein Stein, komm mal bitte. Tja, diese Glut interessiert mich überhaupt nicht. Bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen. Dankeschön. So, ich glaube, der Steinwurf oder Felswurf oder was das war, war, glaube ich, das letzte, oder? Alter! Bitte nicht verbrennen. Batz! Jawoll! Also ich glaube vom Level her sind wir ganz gut, oder? Ist das hier Route 33? Ich möchte mir das Spiel sagen, dass das Route 33 ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich gucke mal hier auf meine schlaue Liste. Aber hier gibt es einen neuen Encounter tatsächlich. Habe ich denn noch Bälle? Habe ich denn noch Bälle? Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Sind das hier Bälle? I don't know. Okay, neuer Encounter. Das ist natürlich cool. Ich würde mal unseren absoluten Fangexperten Zubat nach vorne stellen. Und jetzt bitte, gib mir einen guten Encounter auf Route 33. Ja, nun. Ein Habitat. Ja, toll. Habitat. Geil. Habitat ist unser Code auf Route 33. Das ist ja, ja. Cool. Das schlechte Taub. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ibitak war in Gen 1 zumindest echt gut. Ibitak mit Borschnabel war da echt gut. Ach, Habitak. Ja, das Ganze kann jetzt ein bisschen dauern. Möglicherweise. Der gelbe Bereich ist noch ein Stückchen entfernt. Ach, Habitak, ey. Was soll das? Apropos Habitak, wann entwickelt sich unser Taubsee eigentlich zu Tabora? Wo wir gerade beim Thema Habitak sind. Oh, guck mal hier. Jawohl. Jetzt sauer. Habitak auch mir anzuschreien. Ich habe doch gar Geist getan. So, ich werfe einfach mal einen normalen Pokéball. Ich hoffe, das ist ein normaler Pokéball. Das sieht normal aus. Geil. Habitak auf Route 33. Ich bin bisher nicht so ganz begeistert von so manchen Encountern. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber so manche Encounter sind halt jetzt nicht so genial, sag ich mal. So, den Typen, den klatsche ich mal mit unserem Starter um. Hi. Kann ich ihnen aufs Maul geben? Wie wäre das im Bereich des Machbaren? Oh nein, bitte nicht. Ach komm, weißt du, ganz ehrlich. Ey. Natürlich. Natürlich doch. Gott, du hast nicht anders gewollt. Dann gibt es jetzt auch noch mal hier Knofenser-Action. Ich überlebe mit einem KP Kleinsteins. Angenehm. 13? Ach so. Und unser Starter. Ja, klar. Unser Starter. Klar. Schön. Wir nähern uns einer
einer Entwicklung. Oh, heieiei. Moment mal. Taubsi, komm mal bitte. Alter, Junge, das ist ja aber... Okay, Moment, ich muss mal auf meine Liste gucken. Was war davon der Windstoß? Das letzte, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, bitte sei One-Hit-KO, Alter. Bitte. Nein. Oh, 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 oh. Eieiei, jetzt hätte ich fast das schlechtere Taubsignal ins Team nehmen müssen, was ich eben gerade gefangen habe. Ach du heilige Scheiße, ich muss mal... Ich sollte schneller sein, aber ich habe ein bisschen, Boah, wohin... Oh Gott, ey, Was wechsle ich denn jetzt ein? Da kommt ein Karateschlag, Alter. Ich will eigentlich nichts in den Karateschlag reinwechseln. Oh, dankeschön. Oh Gott. Hui, 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 hui. Ah, Level 14, easy. Gar kein Problem. Könntest du dich bitte entwickeln? Bitte entwickel dich. Level 15. Hey, was? 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 Ach so. Hat Knofensarad was Neues dazugelernt? Okay, das war, Heilige Mutter Gottes, was zum... Okay, warte mal, hat Knofensar gerade... Knofensar hat irgendwas Neues gelernt. Das würde ich gerade einmal testen wollen, was das denn ist. Geh mal gerade hier ins Gras, dann kann ich mich auch schön ärgern, was es noch so für Encounter hier gegeben hätte. Hätte ich lieber genommen als Habitak. Wenn jetzt hier gleich so eine Wickel Horrorblick Scheiße Moment, ich laufe mal gerade weg. Ich hätte gerne mal einen anderen... Ja, wobei, Habitak wäre jetzt als Testobjekt auch nicht so optimal, ne? Ich würde gerne wissen, was die neue Attacke ist. Oh, perfekt. Perfekt. Hier haben wir doch unser perfektes Opfer. So, Knofensar, was hast du denn hier jetzt gerade gelernt? Ja, irgendetwas, was jetzt gerade nicht trifft. Was könnte es denn sein? Ah, ein Puder. Ist das nicht etwa... Ja, geil. Okay. Es ist Schlafpuder. Okay, das kann ich mir gleich, das kann ich dann gleich aufschreiben. Schlafpuder. So, Moment. Der Rivalenkampf, der kam nach dem Arenaleiter, wenn man die Stadt verlässt. Der kam jetzt nicht vorher, oder? Da geht nicht irgendwie ein Item? Hier steht ein Rocket Dude. Hier ist der Shop. Ich möchte in ein Pokémon Center. So schnell es geht. Dankeschön. Eieieiei. Oh. Boah. Neuer Encounter Habitak und Taubsi wird fast krepiert. Ja, geil, ey. Das läuft ja wieder richtig gut, ey. Eieiei. Okay. Keine Ahnung, was du von mir willst. Krieg ich von dir eine bessere Angel zufällig? Ich habe keine Ahnung. Hey, Kollege, komm her. Hi. So, gibt es hier vielleicht irgendwelche Gratis-Geschenke oder so? Ich laber hier erstmal gerade mit allen Leuten. Hey, komm mal her. Hat man eigentlich jemand schon mal in einem Pokémon-Markt irgendwas geschenkt bekommen?
Ey, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich noch mal was war. Boah, scheiße, Alter, ey, das ist aber auch, ey. So, okay, das hier ist die Arena. Komme ich auch noch nicht rein? Uah. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt weiter nach links gehe. Warte mal, kommt der Rivale erst nach dem Arena-Kampf oder kann der auch gleich schon kommen? So, wir snacken uns hier erstmal eine Beere, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für eine Beere ist. So, wir können eigentlich gerade schon mal hier Kurt triggern, ne? Der ist doch Kurt, oder? Ich glaube. Ja, Entschuldigung. Jo, Kurt, kannst du mal hier gerade den Rocket-Typen beim Fleckmon-Brunnen wegkloppen, dass ich da reinkomme. Dann habe ich in der nächsten Folge noch einen Encounter. Geil. So, Kurt flitzt los. Alles klar, geil. So. Was war eigentlich... Warte mal, was ist denn hier eigentlich drin? Moin. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Aha, interessant. So, ist der Typ jetzt hier weg? Der ist jetzt hier weg. Okay, dann müsste Kurt ja unten sein. Wie viele... Ja, okay, also für den Fleckmon-Brunnen sollten die Bälle ja eigentlich noch reichen, ne? Ich tu mal Bibo nach vorne. So, hi. Na Kurt, alles fit? Ja, du bist hier runtergefallen, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich kümmere mich um diese Rocket-Rüpel, die hier unten drin sind. Gar kein Problem. Aber Kurt, das mache ich erst in der nächsten Folge. Ja, das war doch recht erfolgreich. Wir haben Habitag als neuen Encounter, sind hier beim Fleckmon-Brunnen angekommen und Taubsi war fast krepiert. Ja, geil. Gott, dann bin ich mal gespannt. Nächste Folge Rockets im Fleckmon-Brunnen verkloppen und ein neuer Encounter im Fleckmon-Brunnen. Schauen wir mal. Ich habe da so eine Vermutung, was der Encounter eventuell werden könnte. Mal schauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.